Ja, hi, schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir mal ein bisschen was über Arbeiten, Arbeitsplatz und Energiebooster erzählen. Ich habe, wenn ich arbeiten bin, bei der Arbeit immer meine zwei Öle dabei, Zitrone und Pfefferminz und meinen kleinen USB-Diffuser. Der sorgt immer für frische Luft und befeuchtet die Luft und ich finde, es tut einfach gut, weil gerade im Büro durch diese ganze Staubentwicklung und Elektrosmog ist es echt angenehm, wenn man nicht so eine trockene Raumluft hat. Ja, morgens, wenn ich dann zur Arbeit komme, dann nehme ich hier als erstes mein Zitronenöl. Zitronenöl erfrischt, bringt gute Stimmung. Ich mache mir hier so einen Tropfen auf die Hand, aktiviere das, indem ich dreimal im Uhrzeigersinn drehe, verreibe das in den Händen und dann inhaliere ich erstmal ganz kräftig. Da fühlt man sich gleich wie im Süden, wie in so einem Zitronenhain und nicht so vorm Computer. Das sorgt schon mal für gute Stimmung. Dann ist es so, dass die Zitrone Sauerstoff ins Gehirn bringt. Also die macht einen klaren Geist und macht dich einfach fit für den Tag, fit für die Arbeit, hochkonzentriert. Und deswegen mein Tipp: Zitrone als Start in den Tag und in deinen Arbeitsalltag. Ja, jetzt werde ich mal ein bisschen arbeiten und dann kommen wir nachher zum nächsten Tipp. Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Wenn du jetzt den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dann merkst du schon, wie die Schultern immer so nach vorne gehen. Dein ganzer Nacken und die Schultermuskulatur sich verspannt und du einfach nur verkrampft da sitzt. Da habe ich einen Tipp und zwar Pfefferminzöl. Erstens mal fördert es auch wieder die Konzentration. Es ist so stark, es hat die Stärke ungefähr ein Tropfen von 40 Teebeuteln Pfefferminz. Deswegen darf man auch nicht so nah an die Augen kommen, weil es echt scharf ist. Aber es macht wieder total wach, frisch und vor allen Dingen es lockert und entspannt auch die Muskulatur. Du machst dir wieder einen Tropfen davon auf die Hand, aktivierst es. Zum Wachwerden kannst du dir dann hier so ein bisschen auf die Schläfen auftragen und dann natürlich hier Nacken und Schultern schön verreiben. Und dann spürst du schon die Frische und wie wohlig dir hier wird und wie alles sich so entspannt und gelockert wird. Und dann steht in den nächsten Stunden am Computer nichts mehr im Weg. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen und viel Spaß beim Arbeiten und bis bald. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, wenn du gerne mehr Infos hättest. Bis demnächst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.